Hallo, ihr Landratten. Willkommen zurück zu Lost Odyssey. Ich hoffe, das war nicht überriss gerade. Egal, wir sind mit der Weißen Boa unterwegs und machen uns jetzt auf durchs dicke Eis. So, da leuchtet auch schön der nächste Ort schon. Wir gucken uns... ich bin hängen geblieben. Na toll. Auf zweierlei Art. Hier ist auch schon das erste Stück Eis, das durchbrochen werden wollte. Let's see. Schneefelder der nördlichen Lande. Also haben wir jetzt schon die Schneefelder, den Tempel der Erleuchtung. Ja, und wir arbeiten jetzt mal einmal alles durch. Ich guck mal. Ja, ob ich hierfür schon bereit bin. Wir schauen mal. Also bisher bin ich ja durch so optionale Dinger recht gut durchgekommen, auch wenn ich noch, oha, zu schwach war. Das ist der gleiche Soundtrack wie in der Eisschlucht, ne? Der verbotene Zauber, der Gleichmacher. Okay. Habt ihr je von dem Schwarzmagie-Zauber gehört, der wegen seiner Macht vor der Welt versiegelt wurde? Wow, wie sind wir denn darauf gekommen? Also bei mir klingelt da nichts. Ich habe auch noch nie davon gehört. Ja, normale Leute wissen so etwas wohl nicht. Ich habe gehört, dass irgendein Zauberer ihn zufällig entdeckt hat. Und es heißt, er habe ihn versiegelt, bevor jemand davon erfahren konnte. Du meinst also, dass der Zauber hier irgendwo ist? Genau, diese Reaktion habe ich von einem Piraten erwartet. Das habe ich falsch betont. Genau so eine Reaktion habe ich von einem Piraten erwartet. So, was für eine Beobachtungsgabe. Ich habe es vor langer Zeit gehört und ich war auch schon einmal hier. Der Wind hier ist wirklich furchtbar. Es fühlt sich an, als würde die Energie aus einem herausfließen. Es hört nicht auf zu wehen. Deswegen war ich verirrt, gestrandet, verletzt und andere furchtbare... Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ha, klingt ziemlich armselig. Also die Geschichte hört sich nicht gerade glaubwürdig an, oder? Zugegebenermaßen wäre ein so mächtiger Zauber, wenn er denn existiert, ein enormer Gewinn für uns. Allerdings. Stimmt, aber ich würde nicht darauf zählen. Wo kein Rauch ist, ist schließlich auch kein Feuer. Naja, suchen kostet nichts, oder? Außerdem habe ich nichts gegen eine kleine Schatzsuche einzuwenden. Hehe. meint ihr das ernst? Vergesst es ganz schnell. Das hier ist ein übler Ort. Einspruch überstimmt. Es ist entschieden. Also los. Sehr gut. Ich konnte ja die Klappe nicht halten. Wie immer, Jensen. Wie immer. Aua. Aua. Au. 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 Was? Au. Ich verliere konstant MP. Cool. Was machst du da, Jensen? Wir gehen gleich ohne dich. Halt, einen Moment. Das ist wichtig. Meiner Erfahrung nach werdet ihr in diesen Schneefeld definitiv in eine Katastrophe hineingeraten, egal wie vorsichtig ihr seid. Als wir das Schneefeld betreten haben, habe ich eine magische Markierung gesetzt. Ah. Wenn es ernst wird, gebt mir Bescheid. Ich kann uns mit dieser Markierung aus dem Schneefeld herausholen. Oh, das ist wie die wie heißen sie? Die Kokiri-Wälder oder was? Von der Karte her sah es auf jeden Fall so aus. Wow, schön, dass du zur Abwechslung mal etwas ernst nimmst. Sei nicht blöd, glaubst du, ich will mich hier noch einmal verlaufen? Okay, aua, aua, aua. Okay, ich bin links gegangen und ich gehe einfach runter. Ich gehe jetzt einfach mal immer links, mal gucken. Oh, was ist das für ein Wind? Der jagt mir Schauer über den Rücken. Es fühlt sich so an, als ob er mit mir Energie entzieht. Liegt das an diesen Partikeln, die der Wind mit sich bringt? Diese leuchtende Partikel? Ich frage mich auch, was das ist. Vielleicht hängen sie mit dem verbotenen Zauber zusammen. Oh, den Jensen erwähnt hat. Ihr seid gut. Lasst uns nachsehen, wo dieses Zeug herkommt. Das ist besser, als hier herumzulaufen. Machen wir es so. Aua. Machen wir es so. Immer in die Richtung, wo das herkommt. Das ist eine nette Idee. Hey Leute, lasst uns kurz Pause machen. Ich habe doch gerade erst angefangen. Müssen wir jetzt bei jedem Bildwechsel uns unterhalten? Das entzieht uns Energie, Leute. Energie. Alles klar, Jensen braucht wieder seine Pause.
Ist schon in Ordnung. Hier finden wir sowieso nichts. Das stimmt, aber während wir der Partikelquelle näher kommen, fühle ich allmählich eine starke Präsenz. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir nähern uns dem verbotenen Zauber. Ach ja? Wenn das so ist, sollten wir weitergehen. Hey Jensen, wir lassen dich hier. Wie gemein sie immer zu ihm ist. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Hey, wartet, Mann, ihr habt wirklich Muskeln. Und wir sind unsterblich, vergiss das nicht. Gegner. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. 1000. Ja, das ist okay, ne? Schneera. Süß. Element Wasser war das, ne? Oh Gott. Ich habe das schlaue Heft nicht aufgeklappt. Hier liegen. Ich weiß nicht, warum. Ach doch, da ist es. Das Booklet, wo drin steht, was gegen was gut ist. Ich weiß nicht, warum ich das ständig vergesse. Es ist furchtbar. Nehmen wir Erde gegen diese Wasserviecher. So, und du greifst am besten mal Bela. Nein, das heißt Bela B. Hier, da. Bela B heißt das. Um Gottes Willen. Du greifst mal den hinteren schon mal an. Und du machst dir wieder unsere allseits beliebte, Spielsache. Keim hat doch gerade auch ein Schwert mit Erde ausgerüstet, ne? Dann zieht das ja gleich richtig viel ab. Hoffentlich. Ja, Schaden hoch, 1200. Gib ihm! Danke. Bela B, seine Zaubergeschwindigkeit ist erhöht. Oh mein Gott. Wo ist Farin? Es gibt kein Bela A. Au. Das geht. Bisher sieht das ganz gut aus, so kräftemäßig. Ist okay. So, Feuer. Gegen Feuer ist natürlich Wasser gut. Einmal hier. Dann kommt da ein Wassera-Zauber drauf, aber auf den anderen. So, das ist ein bisschen verteilen hier, ne? So, Geistmagie, Spiel wieder auf den wundervollen Yeti. Das gefällt mir. Das auch. Und das erst. Ach, schön. Ja, ich glaube, wir kommen hier ganz gut zurecht heute. So, der fehlt noch. Tut mir leid, Bela B. Wir machen dich jetzt im Erdboden gleich. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Na, was hast du denn erwartet? Von dir nichts anderes. Oh ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht. Alter Schwede. Okay, Seth, Keim und Sarah und Ming. Eieiei. Seth, Keim, Sarah, Ming. Wir gucken erstmal in die Fähigkeiten. Ja. Seth, Keim... Warte, war er vollständig? Ja. Seth Keim. Sarah war zweimal, ne? Sarah und Ming. So, Sarah müsste noch was bei der Ausrüstung gelernt haben. Das hier? Kann sein. Ich nehme das. So, warte, ich gucke hier auch nochmal. Das war soweit alles okay hier, ne? Meine ich. Zauberkonter. Kritische Heilung, ja. So, ab in diese Richtung bitte. Nicht übertreiben! No.
Die sind schon niedlich. Im Karmesinwald gab es die doch in Rot, oder? Die klingen auch so niedlich, Mann. Ups, hoppala, egal. Ha, sofortiger Tod, nice. Alter. Was Keim manchmal abzieht, ist einfach nicht normal. Oh, da habe ich das zurückbekommen. Sehr gut. Die sind schon niedlich. Ja. So, zwei noch. Alles klar. Das machen wir so. Komm. Man sollte reichen, ne? Hoppala. Ah, drei waren das noch. Egal. Hauen die Mädels auch mal drauf. Ja. Wunderbar. Eigentlich will man die kleinen Viecher gar nicht töten. Sternenschlucker. Die Komponenten haben hier immer so schöne Namen. So, jetzt kommt es von rechts. Ich renne mal. Ich glaube, die Gerüchte stimmen, denn hier ist der wilde Drache. Was für ein Drache? Er ist der Beschützer des verbotenen Zaubers. Ja gut, dass du uns das jetzt erzählst. Haha, warte mal, Jensen, davon hast du nichts gesagt. Tja, ich meine, euch vorhin gesagt zu haben, dass dies ein übler Ort ist. Ja, aber das Wort Drache fehlte. Ich hätte mich zumindest noch mal aufgeheilt. Ha, anders kommen wir hier nicht raus, oder? Also los, Baby, ich zeige dir, was Sterbliche können. Ach so, okay. Ich möchte Seth mit drin haben. So geht das nicht. Okay, dann kommst du halt raus, wirst durch Seth ersetzt, aber Seth kommt nach vorne und zwar hierhin. Du als wunderbarer Sterblicher kommst hier in die Mitte. Babam. Bin stets bereit. Die Musik erinnert mich so stark an Final Fantasy 9, aber ne, sind dieselben Macher, ne? Oder Komponisten auch. So. Blauer Drache. Keine elementarischen Flächen. Schwächen. Flächen vor allem. Ja, blauer Drache. Okidoki. Let's go. Angriff. Erstmal Allgenerationer auf alle hauen. Du. Ja, weiß ich nicht. Vasera. Du könntest auch mal irgendwie Allschild oder sowas machen, ne? Wo war das nochmal? War das hier? Oder vielleicht auch hier? Nee, weißt du, Maggie? Ich vergesse das alles doch. Hier, Allbarrikade und Allschild. Genau das wollte ich. Oh, 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 drücken. Drücken nicht vergessen. Ups. Oh. Oh. Wieso habe ich ihn geheilt? Ach du Scheiße. Hier.
Wieso heilen wir ihn? Liegt es am Zauber? Heilen ihn, Zauber, Zauber heilen ihn. Ja, gucke mal. Okay. Wenn das so ist, ist er jetzt wieder voll. Ach, scheiße. Dann heißt das, ich muss bei dir einmal die Ausrüstung ändern. Weil sonst wird das hier nichts. Bestie? Organisch ist das. Heißt das, das ist eine Bestie oder... Weiß ich gerade nicht. Aber er ist auch sehr magisch, ne? Fügt magischen Feinden schweren Schaden zu. Let's give it a try. So. Angriff. Könnte aber auch gut eine Bestie sein. So, was machst du denn dann mal? Auch weiße Magie. Eisschild. So, und du... Ja, better safe than sorry, ne? Sie zieht aber auch so nicht viel ab, ne? Ja, das ist schon besser. Aber ich glaube, ich wechsle vielleicht nochmal auf einen Bestienkiller. Wow! Nein! Alles nur nicht tot. Oh. Ich hasse sie. Lieber. Also. Ach, come on! Das ist furchtbar. Das ist absolut fürchterlich. Sie hat zweierlei, ne? Wo ist denn das Ding? Steindorn. Jensen. Haben wir nicht auch ein Allheilmittel? Ach, guck mal, zwei haben wir. Könnten das Seth geben? Virus? Virus? Ne, wir haben ja immer nur eine einzelne Sache. Warte mal. Hier, Siegel wäre... Obwohl, nee, bei dir brauche ich kein Siegel. Keine Siegel-Dingsbums. Das klingt auch sehr gut. Aber... Nee. Ich will mein Allheilmittel nicht aufbrauchen. Ich nehme meinen Machtdruck. Haha. So. Ja, Zauber. Hm. Wir haben ja. Hier, Allheilmittel. Virus können wir damit heilen, ne? Machen wir das doch. So, und du setzt fort. Okay. Ich glaube, das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Gut. Dass ich dafür eventuell doch noch nicht bereit bin, aber hey. Ich bin okay. Ja, es hat sich gelohnt. Gleichmacher. Was denn jetzt? Was ist das? Hilfe. Ist einfach furchtbar. Einfach furchtbar. Was machen wir denn? Ich glaube, ich spam einfach Allgenerationa. Und du, Spiel müsste doch gehen, oder? Ich werde es mal vorsichtig mit Jensen ausprobieren. Während wir hier noch andere Dinge machen.
Aber was? Ich bin noch unsicher. Gibt es nicht sowas wie eine Viruskur? Nee, ne? Alkur. Ja, warum nicht? Besser als nichts, ne? Smarus, hör mal auf. Verschone mich doch bitte, danke. Spiel? Bitte? 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 Ah, nice. Okay, wir können uns auf Spiel verlassen. Das finde ich sehr gut. Das war seltsam. Okay. Wir machen einfach mal weiter. So, schön angreifen. Fortsetzen. Und wir spielen schön mit dir, ne? Du machst noch Alkohol, das ist okay. Drücken nicht vergessen. Yay! Okay. Ja. Ja. Nein. Oh. Unvorsichtig von mir. Ich finde trotzdem irgendwie, dass es gut läuft, oder? I mean. Was ist mit Seth? Ah, die pennt, ne? Warte mal. Womit wecke ich denn mit Wecker am besten? Hab ich Wecker? Ambrosia war das. Hab ich nichts zum Wecken? Minzpulver. Da. Aber das sollte vielleicht nicht Keim geben. Ach Mann. Du könntest das geben. Minzpulver. Seth, bitte. So, Zauber. Spiel. Wenn wir, ja, und Dings ist ja. Okay. Ming ist ja gerade. RIP. Nein! Keim! Keim! Boah, guter Schaden. Ja, doch. Das ist voll okay. Ich überlege gerade, ob ich einmal heilen sollte, weil wir haben gerade nur Sarah zum Heilen und die brauchen mal so lange. Heilungstank nehmen wir mal, ne? Für Keim einmal. Zweierlei Schreck, ne? Seelenmedizin ist das. Einmal das für Keim. Okay, du greifst an. Du kannst nicht zaubern. Oh, shit. Kommando zurück. Du greifst an. Du greifst an. Und du. Muss einmal hier. Dich reinigen. Okay.
Ja, danke. Ach, gibt's doch nicht. Ich will das schaffen. Dass der immer zweimal hintereinander. Oh, das ist fies. Aber hey, Ming ist wieder da. Ja, na warte, ich mach dich fertig. Ja, ich muss mit ein paar Gegenständen arbeiten. Das wird sonst nichts hier. Goldfarbene Medizin. Achso, das hier stellt die MP vollständig wieder her. Warte mal. So eine vollständige Wiederherstellung wäre bei Keim halt auch super, ne? Nicht nur eine starke. War das Ambrosia? TP und MP brauche ich ja nicht. Oh Mann. Ich muss das hier mal ordnen. Kann man das ordnen? Göttliche Medizin. Nein, auch nicht. Aber die könnte ich für Jensen benutzen. Benutzen wir sie für Jensen. Das ist der Zeitpunkt. So. Oh. Okay, dann nehme ich das hier für Keim. Und hoffe, der kommt auch von seinem Schrecken runter. So. Ich möchte trotzdem mit ihm angreifen. Ja, machen wir. Es ist nicht mehr so viel. Es ist nicht mehr so viel. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich bin ganz sicher. Okay. Das war knapp. Okay. Ich muss diesen Schreck wegkriegen. Mann! Seth Pet schon wieder. Okay. Egal, fortsetzen. Sarah hat kein Siegel, oder? Ich hoffe nicht. So. Ach, scheiße, er ist verwirrt. Ja, ich hoffe, er setzt es trotzdem richtig ein. Ach, ich könnte kotzen, ne? Ganz schön happig, der Gegner. Macht aber Spaß. Ich muss nur mal irgendwie wieder auf die Beine kommen. Aber es sieht eigentlich gut aus, wenn man sich so... Naja, okay, jetzt haben wir zwei Tote. Ja, Gott sei Dank auf den Gegner. 1700, oh mein Gott. Attacke! Das war vielleicht jetzt dumm, aber egal, Attacke! Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Bitte, bitte, ich muss das hinkriegen. Nein! Ihr schafft das, ihr schafft das, ihr schafft das. Oh, ich hasse alles. Na, warte. Ja, na, warte. Das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Kann ich nicht mit ihr wiederbeleben? Das ging nicht, ne? Sowas bräuchte ich mal. Ehrlich. Ja, Sarah steht ja gleich wieder aus. Jensen lasse ich jetzt einfach da liegen. Komm, weg mit dir! Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Juhu! Boah, der war cool! Der war richtig cool! Im Kampf gibt's keine Gesetze! Blub! Ha! Blauer Drache besiegt! Dafür gibt's sogar einen Erfolg! Blaudrachenauge! Oh, geil! Ich freue mich so! Gleichmacher! Das ist also die legendäre schwarze Magie, der Gleichmacher.
Gut, verkaufen wir das Ding in der Stadt. Nein. Und wenn nicht, denkst du eigentlich je darüber nach, was du sagst? Es reicht. Ich konfiziere das. Schweres Wort. Hä? Hey, das ist nicht fair. Ich habe euch schließlich erst davon erzählt, oder? Okay, lass uns irgendwo hingehen, wo es warm ist. Hier werden wir uns alle noch erkälten. Ei, ei, Captain. Hey, ich bin noch hier. Wartet, lass mich nicht hier. Halt! Ah, Leute. Cool. Und jetzt wird hier auch nicht mehr rumgefroren. So, einmal ins Zauberbuch geguckt. Es ging um eine schwarze Magie, ne? Gleichmacher. Holy moly. Hoppala. Fügt einem Feind auf der Basis deiner aktuellen TP Schaden zu. Ah. Das heißt, je nachdem, wie viele TP ich verloren habe, so viel Schaden kriegt der Gegner. Kann das so in etwa... Ne? Ja, kann das? Eventuell, ne? Oder so viele TP, wie ich habe, hat er dann auch. Aber ich glaube, ersteres ist richtig. Ja, cool. Habe ich irgendwas gelernt? Nee, ne? Die Hälfte meiner Leute war ja tot. Geil! Geil! Richtig, richtig... Wo bin ich? Ich kann auch so einfach zur Weltkarte. Wisst ihr was? Wir sind jetzt bei 31 Minuten. Das passt perfekt. Beim nächsten Mal... Ich brauche einen Speicherpunkt. Warte, ich gehe mal auf die Weltkarte. Wir arbeiten uns jetzt einfach mal hier von auf der Karte um links nach rechts. Das heißt, als nächstes fahren wir in diesen Mittelbereich und gucken, was es dort so gibt. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Und vielen Dank auch an meine Kanalmitglieder, vor allem Neguya und Mikesen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.